HP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Final Fantasy 7 Remake. Warum ich flüster? Weil Barrett am Schlafen ist. Und ja, wir sind ja mit Cloud wieder unterwegs im Haus von Eris. Und ja, wo wir gerade von Eris sprechen, die ist da irgendwie die Treppe runtergelaufen aus irgendeinem Grund. Obwohl das eigentlich gar nicht möglich ist, weil die ja von Shinra gefangen worden ist. Aber ja. Mal schauen, weiß ich nicht, wo ist tiefer. Ich nehme an, die war da in dem einen Ding, ne? Im einen Raum. Ich gucke mich natürlich noch mal hier um, auch wenn ich weiß, hier ist nichts, ne? Aber ich muss es ja machen, weil ich bin nicht und ich gucke hier. In der letzten Folge haben wir gegen so einen anonymen Boss gekämpft und seine namenlosen Kollegen. Und ja, Cloud hat ein paar Halluzinationen hier gerade und folgt gerade Eris. Na, wo ist die Mutter? Keine Ahnung. Ja, Eris? Hey, du bist schon reinkommen. Wie gut, ne? Meine Güte, ich habe mir solche Sorgen gemacht. Ich habe gedacht, du wärst für immer weg. Und ja, jetzt bist du einfach hier. Und ja. Wie? Eris? Träume ich? Ja, ganz offensichtlich. Vielleicht auch nicht. Geht es dir gut? Siehst du doch. Weißt du, als Kind war ich bei Shinra. Hat Elmira erzählt. Ach so. Jedenfalls ist es fast so, als wäre ich wieder zu Hause. Es ist vertraut. Gar nicht so schlimm. Besser als der Feroz hier? Unsinn. Spielt er ja Streiche mit Clouds Gedächtnis oder so? Besorgt. Auch? Wieso auch? So wie ich. Das tut mir leid. Ehrlich. Was ist das? Jeder Mensch muss einmal sterben. Da hast du recht. Und deshalb muss man sich immer treu bleiben. Wirklich immer. Man muss jeden Moment genießen. Merke ich mir. Weißt du, genießen wir diesen Moment, okay? Ich bin froh, dich getroffen zu haben. Ich erinnere mich an alles, was du gesagt hast. Ich erinnere mich an alles, was du getan hast. Und für all das bin ich dankbar. Die Zeit mit dir war wunderschön. Aber verlieb dich nicht in mich. All deine Gefühle wären Einbildung. Habe ich auch was dazu zu sagen? Oh, es wird hell. Ich muss los. Ich komm dich holen. Lieb von dir, doch lass es.
Erst Marlene und dann Wedge. Ich stehe tief in ihrer Schuld. Sagen Sie mir, wenn es etwas gibt, was ich für Sie tun kann. In Zeiten der Not hilft man sich. Elmira? Ich habe darüber nachgedacht. Ich glaube, sie ruft mich. Deshalb... Cloud hat recht. Aris braucht uns. Ich will ihr helfen. Wir sind Freunde. Ich habe es immer verdrängt. Ich wusste, dass dieser Tag irgendwann kommen würde. Und trotzdem. Bitte, rettet meine Tochter. Papa! Lenchen. Gehst du weg? Es tut mir leid. Du musst jetzt tapfer sein. Ich würde so gern bei dir bleiben. Wirklich. Aber Papa wird gebraucht. Da sind Bösewichte, die unsere Welt zerstören. Papa kämpft gegen diese Bösewichte. Ich muss den Planeten und die Menschen in den Slums vor ihnen beschützen. Ja. Darum muss ich gehen. Das Mädchen, das dich gerettet hat, braucht jetzt nämlich unsere Hilfe. Schließlich muss ich mich auch noch bedanken. Nicht wahr? Weißt du, dieses Mädchen... Ja? Geh ihr helfen. Das mache ich. Du kommst zurück, oder? Klar, wie der Wind. Gut. Ich warte hier. Na gut. Barrett. Dann treten wir schön rein in den Hintern. Na, da ist eine Sonnenbrille wieder. Los! Machen wir Shinra die Hölle heiß! Vergiss nicht, warum wir gehen. Schon klar. Wir gehen, um Aris zu retten. Oh. Sag mal, wie sollen wir denn auf die Platte kommen? Züge fahren schließlich keine. Dann laufen wir halt entlang der Schienen. Völlig ausgeschlossen. Im Ausnahmezustand können wir alle bekannten Routen und Wege vergessen. Was schlägst du dann vor? Ich will noch mal gucken. Kennt einer von euch einen Geheimweg? Wir nicht, aber jemand anders garantiert. Corneo. Warte. Bitte rettet meine Tochter. Na, mach ich. Passt gut auf euch auf. Ja, mach ich. Na, Wedge. Warum hat Wedge überlebt? Irgendwie jetzt ganz ehrlich. Weiß ich nicht. Weil er so likable ist irgendwie. In diesem Spiel. Ich verstehe es nicht. Vor allem jetzt haben wir ihn hier hingebracht. Jetzt können wir sowieso nicht mit dem reden oder irgendwie sowas. Wahrscheinlich. Verstehe es nicht. Ich da verstehe ich irgendwie nicht. Wenn da hätten sie sich auch direkt ans Original hier halten können, ne? Ah, na gut. Ich am Ende des Spiels nochmal ansprechen wahrscheinlich. So. Pink Materie. Staatsbrust. Schrittzähler. Schrittzähler. Zählt die zurückliegenden Schritte mit. Vielleicht passiert ja etwas, wenn eine bestimmte Schrittzahl erreicht wird. Okay.
Okay, ja, warum nicht, ne? Ich meine, 5000 Schritte, das wird jetzt nicht so lange dauern, habe ich so Gefühl, vor allem wenn ich mich ja wie blöd immer umschaue. Und wenn ich dann, weiß ich nicht, natürlich offscreen so ein paar Schritte laufen und oh, hier kann man auch hoch. Ich doch locker hin. Alles klar. Bin ich mal gespannt, was das, was daraus wird. Verwandelt sich bestimmt in eine andere Materie oder so, ne? Wäre jetzt so mein Verdacht. Okay. Ich nehme an, wir können jetzt hier wieder Nebenquesten, ne? Was? Irgendwie so was. Aber mal schauen. Ich steckte da beinahe fest. Was ist mit der los? Ja, ich habe einfach keinen Bock hier auf diese blöden Rotznasen. Irgendwie so. Okay, wo ist dieser eine Typ, dem wir unsere Mission immer abgeben können? Also wie ich das verstanden habe, müssen wir zu Don Cuneo jetzt gehen. Warum? Hast du von dem Unfall in Sektor 7 gehört? Nein, habe ich nicht. Ich habe nicht gemerkt, wie diese Riesenplatte runtergestürzt ist. Ich glaube, jeder Midgard davon wird bekommen. Hey, weißt du ja schon wieder los. Diese möchte gern Ökokrieger haben keinen nassen Dunst von Sprengsätzen. Das Ergebnis? Sektor 7 in Trümmern. Außerdem hängen diese Verbrecher nuckelnd am Geldbeutel von Wutai. Die edlen Ziele, die sie vorgeben, sind eine billige Fassade. In Wirklichkeit sind sie nur Handlanger. Geschickt von Wutai, um einen neuen Krieg anzuzetteln. Jetzt wisst ihr es. Das waren die neuesten Neuigkeiten frisch von der Platte. Macht 5 Gil. 5 Gil macht das. Ist das wahr? Hinter all dem steckt eigentlich Wutai? Diese Schweine, die wollen doch nur unser Marco. Bricht jetzt etwa wieder Krieg aus? Wir müssen uns gegen Wutai zur Wehr setzen. Hey, 5 Gil! Informationen wachsen nicht auf Bäumen. Wir arbeiten nicht für Wutai. Wenigstens diese Lüge muss ich klarstellen. Denkst du, das interessiert die? Dass uns überhaupt noch jemand zuhört? Nein. Tifa, hör mal. Wir müssen nichts bereuen, was wir getan haben. Uns bleibt nur eins, unbeirrt weiterzumachen wie bisher. Komme, was wolle. Das Feuer in uns brennt weiter. Ja. Aber sieh dich um. Nicht nur nach vorne. Sieh dich richtig um. Barrett, wach auf. Die Leute haben Angst. Das interessiert mich alles nicht. Alles können der letzte Job. Durch die Sturz der Platte benötigen viele Menschen in Slums deine Hilfe. Wenn du den Shinra-Gebäude einmal betreten hast, kannst du ihn jedoch nicht mehr zur Hand gehen. Versuche also vorher möglichst viele Aufträge zu erledigen. Wenn wir Leute in Schwierigkeiten sind, Spoiler. Sollten wir versuchen, ihnen zu helfen. Was ist das eine Mädchen in die Waffe putzig? Die hat mich ein bisschen an Yuffie. Ist es wahr, dass die Platte abgestürzt? Er war halt Yuffie in Verkleidung. Yuffie, die wäre eine Anhängerin von Wutai. Die kommt aus Wutai. Die Welt wird immer gefährlicher. Jeder braucht ein Ninja aus Wutai. Ich kann das sagen, weil alles wird sowieso nicht in diesem Spiel vorkommen. Obwohl, kann ja sein, ne? Vielleicht kriegen wir irgendwie, weil nicht so voll viel Foreshadowing oder so. Okay, du hast diesen Hund. Hast du
Nein, ich weiß noch nicht mal, wer das ist. Ihrem täglichen Rundgang. Ich hätte ihnen sagen sollen, den heute ausfallen zu lassen. Falls du die Kinder siehst, könntest du ihnen sagen, dass sie zurückkommen sollen. Oh mein Gott. Du erkennst sie an ihren... Ich glaube, ich weiß schon. Ja, die mit den Schwertern. Hier. Warte hier auf die Kinder. Okay? Ja, wird gemacht. Vielen Dank für eure Hilfe. Ist was? Oh Mann, ey. So, was ich sagen wollte, vielleicht kommen ja irgendwie ein paar, weil nicht so, vielleicht kommt so ein bisschen Vorstellung. Ich gehe jetzt einfach mal hier, was alles in Part 2 von Final Fantasy 7 kommt. Vielleicht sind wir einige gerade. Wir haben zum Beispiel schon Kate Sif gesehen, eine komische Katze, die ja aufgetaucht ist, als die Platte runtergefallen ist. Also ja, ich bin dir jedes Mal sehr dankbar, sollte eigentlich auch nicht bis jetzt hier vorkommen zu diesem Zeitpunkt. Ich konnte wieder neue Materia entwickeln. So, WA-Mission. Kann man jetzt Leviathan bekämpfen oder so? So, ich habe das nicht. Okay. Geringe ATB-Aufladungsboost bei geschockten Gegnern. Ne. Okay, ich habe schon gesehen, dass man Cloud, Leviathan haben kann, aber... Und ich hoffe, du kannst mir... Ja, ja, ja. 600 Kampffrüchte wurde aktualisiert. Ah, nichts abgeschlossen. 10 Arten von Subspeziesen besiegen. Sämtliche Magie-Materia. Und das hier, das kriege ich schon irgendwie hin. Nur gegen halbwegs starken Gegner kämpfen. Cloud, ich würde mich sehr freuen, wenn du mich auch weiterhin unterstützt. Komm schon. Ja. Ich freue mich auf weitere Daten zu meinem Kampf. Da, wo ist dieser Mogri-Shop? Da, ich sehe ihn schon auf der Karte. Will ich das hier mal ganz schnell erledigen. Vielleicht können wir wieder ein paar Dinger hier kaufen, die nützlich sind. Ich wollte schon sagen, kann ich jetzt hier nicht vorbei. Hey du. Vielen Dank für den Besuch, Kupo. So, Atomschere. Hey, eine neue Waffe. So, wie viel habe ich denn? Ich habe 16. Mogri-Mörser finden. Was? Ein Mörser fürs Anmischen von Arzneien, den Mogri manchmal im Angebot hat. Okay. So, ich muss mal kurz rechnen, ob ich mir alles leisten kann. Ich glaube nicht. Ne? Die Atomschere hätte ich schon gerne. Das sieht aus wie eine physische Waffe. War, glaube ich, eine im Original für den Nahkampf konzipiert. Greift den Gegner mit Sternen Klingen an. Okay, da ist schon mal am wichtigsten, finde ich. So, ich weiß nicht, was das hier ist, aber das interessiert mich auch. Band 1, das heißt, davon gibt es auch irgendwie mehrere. Für Barrett. 10 WP für Barrett. Man einfach mal das Amish 109, den Mogi manchmal im Angebot hat. Jetzt brauche ich noch zwei Mogi-Medaillen. Alles klar, neue Waffe für Barrett. Knallprotz. Energiejagen. Steuert den Gegner mit einem heftigen Arm in die Luft. Zur Effekt nachladen. Das kann man auch einsetzen, wenn... Alter, viele 1300... HP dadurch. Okay. Gucken wir mal. Dreimal zusätzlicher Materia-Slot. Ja. Na, ah, verbindet aber nur. Ah, Bull. Bullcrap. Physische Attacke 12. Ist das Ding eigentlich stark im Vergleich zu den anderen Dingern? Oh, was ist das denn? Eiselementare Attacken, Swordschaden von elementarbasierten Materia. Den Schaden von Waffen, die mit den Leben. Ist doch blöd.
Mann, das und das. Alles andere ist ein bisschen doof. Elementar-Tank. Ich weiß nicht, ob den sein Schockschuss Blitz elementar ist, deswegen nehme ich das einfach mal. Ansonsten, ja. Gut. Hat er schon ausgerüstet, aber dem fehlt noch eine Materie. Analyse, feines Können, magische Verkettung. Da muss ich jetzt wieder umändern. Ich habe ja ein paar Sachen ja ausgetauscht. So. Schon Maximum, was? Nee. Ne, ein Stern, Schritte 399, was? Verstehe nicht, egal. So, du hast Chakra. Feines Können. Du hast zweimal Gewitter. Ein Gewitter, Glut. Barriere, Toxin, Gewitter. Ja, passend. Und. Soll ich vielleicht mal so machen? Keine Ahnung. Was? Gewitter? Zerstörung? Ja, warum nicht? Ich hoffe, Barrieredurchbruch meinen die auch hier so Sachen wie Refleck oder so. Keine Ahnung. Gott. Gott. Das Ding sieht krass aus. So, hier ist schon wieder so einer mit dem Schwert. Seit die Typen nicht suchen muss. Nö. Weiter so. Ach, Cloud. Du kommst gerade richtig. Erinnerst du dich an Kistenkrieg? Es ist jetzt noch schwerer. Damit bereiten wir uns aufs Kämpfen vor. Okay. Wenn man sich nicht verteidigen kann, hat man es in dieser Welt schwer. Auch als Kind. Kisten reichen uns zum Üben langsam nicht mehr. Vielleicht sollten wir gegen echte Ungeheuer antreten. Nein, lass das mal. Nach einer sehr dummen Idee. Was hast du gesagt? Wir haben alle viel mehr Punkte im Kistenkrieg als du. Übertriff das und wir hören dir vielleicht zu. Na gut. Mogelmedaille, Transfermodul, Mondsicher, Talisman, Elixier. 30.000 Punkte. Okay. Ich glaube, ich weiß, was ich den Rest des Parts machen werde. Oh Gott, ich habe gar keine Zeit mehr gleich. Ich bin bereit. Was war das hier? Jetzt muss ich aber schnell weiter bewegen, weil mir die Punkte ausgehen. Ich habe keine Dings ausgerüstet, deswegen. Oh, der war gut. Der Angriff tut voll weh, habe ich das Gefühl. Die Dinger kriege ich irgendwie nicht kaputt. Alter. Kaputt. Bonk. Okay, ich muss diese Ohren hier einsammeln, aber ich finde keine. Und diese dicken Dinger kriege ich nicht kaputt. Gott, verdammt. Mach kaputt. Verschwende. Ja, einfach nicht kaputt gehen. So. Okay, nochmal. Hast du schon genug? Na, eine Mogelmedaille. Ich muss mal kurz hier links einstellen. Ach, deswegen kann ich noch nicht.
Ende mit Schrecken. So, nochmal. Krieg ich immer eine Mogel-Medaille als Trostpreis? Oh, cool. Das heißt, ich kann mir gleich alle Sachen hier leisten. Ja, so, die Bänder und so. Nein, ist auch noch. Du sollst die Dinger hier treffen. Warum sind jetzt? Ich habe doch alle eingestellt. Ja, die gehen noch nicht mal kaputt dadurch. Vielleicht soll ich mal die Waffe gleich wechseln. Ne? Kaputt. Ja, 30.000 Punkte krieg ich doch locker hin. Pass auf. Oh mein Gott. Das sind eigentlich immer nur die Zeitdinge hier. Rechtzeitig kaputt hauen, habe ich so für. Oh mein Gott, treffe ich das Ding überhaupt? Ich glaube nicht. Er geht kaputt. Guck mal, wie viele Dinge er noch übrig sind. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich will hier einfach nichts treffen. Oh, wie lange hat dauert, bis ich die Dinger kaputt krieg, ey. Alter. Alter, waren jetzt schon 3 Kombos. Oh mein Gott, ehrlich. Volle Konzentration. Okay, schmeckst du gleich meine Waffe? Ich hab gleich. Ja, eine Waffe, glaube ich, ein bisschen stärker. Solange man eigentlich immer weitermacht und alles kaputt haut, ne? Geht das doch, glaube ich. Das war ja kurz, ist ja vorbei. Kaputt. Noch ein paar Dinger, die ich kaputt machen kann. Das hat was mit der Angriffskraft zu tun hier. Ich austeile. Nein. Dreck. Na, warte du. Ich wechsle jetzt einfach die Waffe. Ich dachte, du wolltest uns zeigen, was du kannst. Ich gebe dir gleich eine. So, Waffe wechseln. Ich habe dort sicher. Ja, hier, guck mal. Nein, brauche ich nicht. So, ich hoffe, das hat irgendwie eine Auswirkung darauf. Ja, Transfermodul. Ich weiß nicht, was das ist. Aber es klingt cool. So, wäre ich die Dinger jetzt schneller kaputt. Das hat eine Ding, ja. Da. Ja, das sieht schon besser aus. Alter, ich bin bereit. Das war's dann. Ja, ich kann nur die Dinger ausrüsten.
von den Waffen oder was? So geil. Volle Konzentration. Keine Chance. Los. Irgendwie hinwirbeln, ja, wie blöd. Wenn wir jetzt noch richtig zielen können, das wäre auch gut. Sehr gut. Kaputt. Oh, sehr gut. Geht's aber euch kaputt. Warte mal, ich habe doch noch diesen Rundum-Angriff, ne? Stimmt ja, ich habe ja das auch noch. Wir haben noch voll viele Massenzerstörungsangriffe. So, du bist ja jetzt kaputt. Okay, gute Investition. Auszurüsten, finde ich. Jetzt nur irgendwas treffen würde, wäre noch besser. Keine Chance. Nicht mit mir. Verschwinde. Und ins Gesicht, wenn ich treffe. Gut. Ja, gut. War viel besser. Aber Job gemacht. Oh, in die Fresse. Nimm das Kisten, meine größten Erzfeinde. Ja, locker. Also 1000 Punkte, ja, was sagt ihr jetzt hier oben, Scheißer? So. Ich bin bereit. Ich frage mich, wie das hier aussehen würde, wenn ich hier mit maximal Level oder so durchlaufen würde. Keine Chance. Es ist vorbei. Boom. 30.000 easy peasy breezy. Lemon squeezy. So, der Turn auf gegen Monster zu kämpfen. Hm. Schaffen wir doch nie, so stark wie du zu sein. Ja. Als echte Heldin musst du das lockerer sehen. Wer Spaß an einer Sache hat, kommt auch durch. Die stärksten Leute machen das alle so. Alles klar. Danke, Cloud. Wir können echt viel von dir lernen. Komm doch mal wieder vorbei. Wenn ich Lust dazu habe. Also niemals. Oh, Trophäe. Kommst du, wir haben noch so einen super schweren Kurs. Nein. Komm bald wieder zum Üben. So, ich bin natürlich paranoid, deswegen gucke ich noch mal. Oder haben wir ja schon alles gehabt, ne? Ja. Ich finde eigentlich Mogi mit all den Farben, ne? Weil ich brauche ja eigentlich nur noch das eine Ding mehr. So, das ist das einzige, was ich noch haben will eigentlich. Das hat tiefer noch ein paar Sachen, dem Froschring. Ja, komm, weil wir den nicht haben. Können wir das hier alles mehrmals oder nur einmal? Bis zum nächsten Mal, Kupo. So, dann gucken wir uns mal die Sachen an, die ich bekommen habe, ne? Schlüsselgegenstände. Mörser verarmt, was nein, den Mugi manchmal im Angebot hat. Ich verstehe immer noch nicht genau, was das sein soll. Boah, ich hoffe, die Dinger tun sich nicht automatisch hier irgendwie sortieren. Mondsichel-Talisman schon wieder. Die sagen ja gar nicht, was die Dinger machen. Super. So, wie heißen die Dinger nochmal? Lass mich mal gucken. Ein Kampfmodul oder irgendwie sowas, ne?
So, Transfermodul, mondsichere Talisman und Elixier. Mondsichere Talisman und Transfermodul, also. Weil Elixier interessiert mich nicht. Mondsichere Talisman hatte ich, glaube ich, schon. Fähigkeit entscheiden, wenn der Charakter nicht aktiv gesteuert wird. Da. Lebt bei Benutzen von ATB-Einheiten die Limitleiste auf. Das ist doch mal nicht schlecht. Das ist ganz und gar nicht schlecht. Okay, ich glaube, da tue ich sogar meine Sachen hier opfern, ja, meine erhöhten Werte. Und gibt dir an, weiß nicht, den Meistergürtel kann jetzt dann Barrett haben. Für noch mehr AP. Ja, alles klar. Gut, dann war es das für diese Folge. In der nächsten Folge sehen wir uns dann ja noch ein bisschen um anscheinend und machen da ein paar Quests. Lass mich raten, wie viele hier sind. Ich sag mal, eine ganze Menge, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Alles klar, dann werden wir hier wohl eine Weile lang beschäftigt sein, so wie das aussieht, ne? Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ihr eins lässt, bitte ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss!